Wer hier stolz auf wen sein darf, das muss sich erst noch zeigen, denn jetzt wird probiert. Blind. Die KöchInnen haben Pause und die Anleitenden dürfen gefüllte Paprika mit Curryreis verkosten und bewerten. Janine fängt an. Oh, guck mal, der sieht wirklich voll schön aus, dein Teller. Echt? So ein schöner Teller. Ja, aber der Parmesan, ich hätte lieber viel mehr Parmesan drauf gehabt. Okay. Zu scharf. Also ich finde den Reis noch etwas zu hart. Das Hackfleisch ist ein bisschen zu lange gebraten worden, denke ich mal. Weil die Paprika hätte noch ein bisschen können. Okay. Aber alles in allem ist eigentlich, kann man es essen. Okay, danke. Doch. Ich gebe dem Gericht eine 4. Ja. Ganz schön wenig. Ob Janine bei den anderen auch so sparsam bleibt? Guck mal, die Soße. Man sieht das von der anderen Seite aber nicht. Den Parmesan schön verteilt, die Soße, ne? Sieht so schlecht aus an der Seite. Also ist lecker. Okay, mein Eindruck. Also ich würde fast sagen, dass die Paprika jetzt mit dem fast on point wäre. Ich gebe jetzt einfach mal dem Gericht eine 5. Okay, kann ich mitleben. Und jetzt bitte noch ein paar kleine Punkte fürs eigene Team. Aber es sieht auch voll schön aus. Ne? Oh, das riecht aber auch schon mal ein bisschen würziger. Okay. Holla, die Waldfee. Scharf? Ist relativ scharf. Ich mag scharf. Mhm. Das Fleisch finde ich eigentlich on point. Guck mal, on point. Mhm. Ja, eine 5 würde ich geben. Okay, sie ist echt streng. Ja, sie ist echt streng. Wirklich. Ist aber alles relativ, denn nach dieser Sparbewertung ist nur klar, die Teams sind dicht beieinander. Da ist noch alles drin. Jetzt kriegt Giulio was auf den Löffel, und zwar zuerst die scharfe Kreation von Ingo und Janine. Der Anschnitt sieht aber gut aus. Schön saftig, ne? Mhm. Ja. Mhm. Okay, das Fleisch ist mega lecker. Okay. Man schmeckt auch schön, die Paprika ist auch schön saftig. Und der Parmesan schmeckt auch richtig gut aus. Perfekt. Also für das Gericht gebe ich dann, weil es jetzt der erste Teller ist, es war jetzt ein bisschen schärfer und so, machen wir 7 Punkte. Ui. Yeah. Ob der Teller von Marc und Gabi auch so gut wegkommt? Schön. Lecker. Boah, die Soße ist echt gut. Ah. Ist jetzt nicht so stark gewürzt wie die andere. Danke. Und der Reis schmeckt auch ganz gut. Okay, also für das Gericht gebe ich auch 7 Punkte. Yeah. Danke dir. Und jetzt noch die Kreation aus der eigenen Küche. Okay, das Fleisch ist jetzt auf jeden Fall besser als im zweiten Gericht. Nicht so gut wie im ersten Gericht. Okay. Aber schon lecker, auch der Parmesan schmeckt voll gut raus. Der Reis schmeckt hier jetzt genauso gut wie im zweiten Gericht. Die Soße ist auch richtig lecker. Ja, für das Gericht gebe ich jetzt, sagen wir, weil es jetzt das Beste ist, komm, machen wir einfach mal 8 Punkte. Und damit schiebt Giulio das eigene Team auf den ersten Platz. Doch das ganze Feld bleibt denkbar knapp zusammen. Das heißt, Gabi kann mit ihrer Wertung jetzt noch mal alles über den Haufen werfen. Mal gucken, was sie jetzt im Reis sagt. Das Hackfleisch ist durch, hat auf jeden Fall Röstaromen, ist aber ein bisschen wenig gewürzt. Die Paprika geht, Parmesan schmecke ich überhaupt nicht. Ja. Der Reis ist bissfest, aber ich schmecke keinen Curry. Siehst du? Ich würde diesem Teller 6 Punkte geben. Ich habe sogar voll viel Parmesan drauf gemacht. 6 Punkte. Oh. Mensch. Begeistert geht anders. Vielleicht mag Gabi es einfach nur ein bisschen schärfer. Jetzt läuft das Wasser gleich raus. Reis ist bissfest. Ja. Boah. Jetzt ist auch schön scharf. So, Ansonsten ist. Ja. Da kommt die Schärfe sehr durch. Ja, aber ja. Curry schmeckt man auch ein bisschen. Die kommt im zweiten Anlauf. Meine Verhältnisse zu scharf. Ja.
Hackfleisch ist durch. Ein bisschen Walnuss schmecke ich. Von den Walnüssen? Aber etwas besser als der erste. 7 Punkte. Sieben? 7 Punkte? Danke. Super. Und jetzt mal testen, ob der eigene Ehemann lecker würzen kann. Komm, Mund auf. Jawohl. Keine Schärfe. Ah. Hä? What? Kein Curry. Aber nur ein bisschen. Die Paprika ist durch. Aber das Hackfleisch ist auch sehr durch. Ich gebe diesem Teller auch 7 Punkte. Okay, haben wir Frieden. Echt? Und super. Gabi sorgt damit nur für kleine Veränderungen in der Tabelle. Zwei Teams teilen sich den ersten Platz. Das dritte ist direkt dahinter. Die Entscheidung hängt ganz klar an Alexander Kumpner. Mal schauen, wie es ihm so schmeckt. Curry gut. Bisschen bissfest. Sehr bissfest. Übrigens, Alexander bewertet natürlich den Geschmack, aber als einziger auch den optischen Eindruck der Gerichte. Mild und weich. Sehr natür. Welches Team überzeugt den Spitzenkoch und darf gleich mit dem Siegertitel und 1000 Euro nach Hause gehen? Okay, ganz anders. Schön flockig. Besten K-Punkt. Das Warten hat ein Ende. Die Entscheidung jetzt. Hey! Oh, das ist ein schönes Wiedersehen. Ich würde euch ja auch alle wirklich gerne umarmen, weil ihr habt das ganz toll gemacht. Alle auf ihre Art und Weise. Janine und Ingo. Oh Gott. Janine, nennst du den Ingo eigentlich öfter Schlaubi-Schlumpf? Ja. Ja, bei uns an der Bürotür steht Strukturprofessor dran. Nee. Ich sag's ja. Also, um auf euer Gericht zu kommen, ihr habt das alles eigentlich relativ richtig gemacht. Ein paar Sachen waren halt falsch, also die Soße hätten wir anders machen sollen. Das war eher so ein Vitamin-Smoothie, den ihr da gemacht habt. Aber auch das war schön, den hätten wir so exen können. Also ich musste da wirklich, ich dachte mir echt, das ist ein Rezept vom Ingo und das ist die Astronautennahrung. Richtig, ja. Bei Ingo. Das hätte ich jetzt noch machen müssen, das noch. Dann noch. Also ihr seid ein super Team. Oh, Dankeschön. Schön, vielen Dank. Ja. Ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass wir ein Team auf der Bühne sind. Weil, also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, das spielt einen schon in die Karten, weil wir halt schon eingespielt sind, weil wir halt wirklich wissen, was funktioniert beim anderen, was ist ein No-Go, wo ist die Grenze, was kommt gut an beim anderen. Ja, also glaube ich schon, dass wir da einen guten Vorteil gegenüber vielleicht den anderen Paaren hatten. Julia und Larissa. Also, sagen wir mal so, Larissa, man hat oft das Gefühl gehabt, als wärst du Anleitende und Köchin und er hat dir gut zugeredet. Ja, er hat keine Ahnung, wie man das macht. Ich sag mal so, um es in Julios Worten auszudrücken, Baby, da war schon viel Schönes dabei. Also, wäre es ein Risotto-Reis gewesen, nur Parmesan und Butter, mega. Aber das war es halt nicht. Die Füllung ist euch gut gelungen, die war auch gut abgeschmeckt. Und die Sauce war auch schon, also das war schon in die richtige Richtung. Okay. Gut? Also, ich glaube, mit dem Candlelight-Dinner könnte es jetzt klappen, weil wir auf jeden Fall ein Stück näher dran gekommen sind. Larissa kann ja schon mal Paprika mit Fleisch machen und den Rest lernen wir bis dahin. Den Rest musst du mir dann mal beibringen, wenn du weißt, wie das Rezept geht. Gabi und Marc, ja, ihr seid zwei Maschinen mit den perfekten Rollenverteilungen. Wie ihr das gemacht habt, also auch Gabi, du hast wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Rezept durchangeleitet. Und Marc, du hast es wirklich blitzschnell umgesetzt. Und da ist beim Reis ein bisschen der Geschmack auf der Strecke geblieben. Also er war schön fluffig, aber er hätte mehr Salz vertragen. Die Fülle war gut und die Soße ging auch schon tatsächlich, wie bei euch auch, eher in Richtung Soße. Aber sonst vom Handwerk ganz groß, Marc. Danke. Es hat wirklich super funktioniert und er hat wirklich das gemacht, was ich gesagt habe. Stimmt. Wir haben uns verstanden. Ich habe funktioniert.
Ja, meine Lieben, ihr wollt wissen, wer gewonnen hat? Ja. Soll ich sagen? Ja. Ja, klar. Heute haben ganz knapp gewonnen. Gabi und Marc! Das war wirklich ein Sieg um Haaresbreite, aber der eine Punkt Vorsprung reicht für die wichtigste Erkenntnis. Schatz, du musst jetzt öfters gucken. Ja, das ist das Problem. Jetzt muss ich wahrscheinlich öfter ran. Ich bin so stolz auf dich. Nee, das war super. Super angeleitet. Ich musste nicht wegbuzzern. Es war wirklich, hat total Spaß gemacht. Ich fand es richtig gut. Du hast das von vor 13 Jahren total schön. Habe ich das wieder gut gemacht? Hast du wieder gut gemacht. Ja!